Herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben sich einige ein Roomtour gewünscht und eine Schminksammlung. Ich zeige euch heute in diesem Video nochmal den Roomtour und im nächsten Video zeige ich euch dann meine Schminksammlung, also beziehungsweise meine kleine Schminkecke. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß bei meinem Roomtour. So, wir stehen jetzt vor der Schlafzimmertür. Und wenn ich das jetzt so aufmache, müssen wir zuerst die Treppen hinauflaufen. Hier links habe ich einfach meine, Jäckchen, Sweater oder so etwas, sagt man, glaube ich, auch noch. Und ja, dann gehen wir mal hinauf. Dann habe ich hier noch ein Abendkleid, was ich einmal zu Louis Vuitton Event anziehen wollte und dann doch nicht mehr gehen konnte. So, dann gehen wir hier hinauf. Dann sieht man als erstes meine Orchidee. Die blüht leider momentan nicht mehr. Und dann ist hier meine Dachterrasse. Schönen Überblick. Und dann kommen wir hier schon zum Schlafzimmer. Dort ist meine Ecke, wie ihr seht. Ja, einfach noch so Geschenkkarton und alles. Meine Parfüm, die leer sind, aber schade waren zum Entsorgen. Dann, ich liebe Kerzen in der Nacht. Also wenn ich am Abend hier bin und einfach relaxen will, zünde ich mir noch Kerzen an. Ja. Hier sind meine Nagellacksammlung drin. Hier sind einfach noch Giveaway, Verlosung, Angry Birds von meinem Mann. Hier sind noch Schmuck drin. Hier habe ich noch eine Backup-Kiste von Haarsprays und solche Sachen. Hier unten sind einfach noch meine Kosmetiktäschchen und Cremeskrams und unten sind auch noch einige Backups. Dann habe ich hier auch wieder Nagellack von Manhattan und Essie. Das sind alles so Glitzer-Body-Lotions, Fuß- und Beinschimmercreme. Ja, dann haben wir hier einfach noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, so sieht es mal aus. Das ist meine Schminkecke, das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Dann unser Fernseher. Ja, da habe ich einfach auch ein bisschen dekoriert, weil es mir ein bisschen zu langweilig war. Da habe ich einfach auf jeder Seite eine Orchidee hingestellt. Was ein bisschen staubig ist, ist wieder Zeit zum Abstauben. Ja, Abstauben ist einfach einmal in der Woche angesagt. So. Hier mein Schmuck. Aufbewahrungsdingens. Ventilator haben wir mal gebraucht. Dann ist hier einfach mein Kleiderschrank. Hallo! im Gammel-Look. Ich habe ein dreitüriger Kleiderschrank. Früher hatte ich 4, aber ich musste mich jetzt mit 3 zufrieden geben. Dafür habe ich diese Malmkommode geschenkt bekommen von meinem Mann. Und hier oben sind einfach noch Schmuck, Louis Vuitton Karton und alles, was ich nicht entsorgen wollte, weil es einfach zu schön war. Dann habe ich hier meine Hello Kitty Sammlung. Auch wieder Schmuck an dieser Seite, Guess, Thomas Sabo. Ja, und dann ist das auch. Dann habe ich noch einen Traumfänger.
und unser Bett. Ja, und dann habe ich hier auch noch Louis Vuitton Karton, zweimal so eine große. Und ja, das ist... Also unser Zimmer ist zwar sehr klein, aber ja, doch sehr übersichtlich, finde ich. Und ja, so schaut es nochmals aus. Also hier kommt man die Treppe hoch. Und dann dort unser Balkon, wie sagt man, Dachterrasse. Und dann, ja, schaut es einfach so aus. Ja, so sieht das Ganze dann aus und wir sehen uns jetzt gleich im Anschluss wieder. Ja, ihr habt jetzt mein Schlafzimmer gesehen, quasi da, wo ich mich auch schminke und alles. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, dann seht ihr meine Schminksammlung und ich hoffe, dass es euch dann auch gefallen wird. Und ja, ich wünsche euch somit jetzt einen wunderschönen Tag und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye!